macht Spaß. Herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich muss mich unglaublich entschuldigen für die letzten zwei Folgen waren das, glaube ich. Da ich war einfach viel zu laut, viel zu leise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss jetzt mal gucken wegen den Audio-Optionen, dass ich alles ein bisschen weiter runterstelle. Na verdammt, einen Moment. So. Ich werde jetzt einfach alles mal. So. Die Revolution hier in Frankreich. Ich habe das Gefühl, das ist immer so laut, ey. Ich hoffe, mich hört man diesmal. Aber okay. Die Revolution hier in Frankreich ist vollkommen entgangen. Letztes Mal haben wir eine kleine Nebenmission gemacht mit. Ach, wie hieß sie denn jetzt? Verdammt! Ach hier, die diese Wachspuppen macht, diese Franzosen. Ach, scheiße! Oh! Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt weiß ich ernsthaft nicht. Jetzt muss ich erstmal was gucken. Nee, gucken wir das nicht. Wo konnte ich denn jetzt mal Charakter anpassen? Fähigkeit. Okay, ich kann mir anscheinend noch nichts wieder kaufen, weil wir können leider immer noch keine Truhen kaufen. Das habe ich leider irgendwie immer noch verpatzt. Was mich echt so ein bisschen ärgert. So, wir befinden uns jetzt hier wohl mitten in Paris und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur nächsten Hauptmission. Weil ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Halte den Dieb! So, lauf! Meine Güte. Oh ne, das ist ein Sperrgebiet. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal hoch. Weil das sieht mir schwer nach dem Sperrgebiet aus und da möchte ich jetzt nicht einfach so durchrennen. Ja? Leute, ich bin ganz kurz weg. Bis gleich. So, meine Güte, ey. So, hier sitzt wieder unser guter Freund, der uns ja mal beleidigt. Finde ich voll unhöflich, ne? Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pisspot. Stets zu Diensten.
Die Missionsschwierigkeit wird durch Diamanten repräsentiert. Je mehr Diamanten, desto schwieriger die Mission und desto stärker die Gegner. Der Spielerlevel wird ebenfalls durch Diamanten repräsentiert. Je mehr Diamanten, desto höher ihr Level, bla bla bla. So, okay. Können wir die vielleicht von oben ausschalten? Ah, Moment mal, nicht mit hin. So. Was wäre denn jetzt am schlauesten, die da zuerst auszuschalten, ne? Komm, hau ab da. Komisch. Was war das? Ui. Das war knapp. Okay, jetzt die können wir uns erstmal ein bisschen markieren. Wie komme ich jetzt an? Wieso hilft er uns eigentlich nicht, ey? Das finde ich immer. Lol. Oh, let's. So, dann machen wir die halt kurz weg. Dann ist die auch sabotiert. Ach, stirb. So, jetzt kommt unser Freund wieder. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft, Kretin. Wann habe ich je... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde hat ihre Leibwachen. Und? Assassinen! Ich brauche Verstärkung! Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Drücken Sie 4, um Rauchbomben. So, gib ihm eine Rauchbombe! Er wird sich länger durchhalten. Er haut ab! Beeilung! So, dann flüchten wir jetzt mal schnell. Ah, du Bastard! Nicht auf uns. Nicht schießen. Nicht schießen. Aua. Nein, geh doch. Das muss ich mir, glaube ich, nochmal umlegen mit der Steuerung, ey, das... Verdient ihr deine Sporen? Was? Komm, Arno, geh da runter. Verdammt langsam! Oh. Hey. Und da wurde mein Ende geschossen. Habt ihr das gesehen? Bleib da stehen! Habt ihr das gesehen? Versuchst du, in mein Gebiet einzudringen? Komm schon, nur ein freundlicher Schwanz. Beweg dich keinen Schritt! Alter, da hatten da einen Rockbomben noch mit bei. Ah, der Verräter! Ich freue mich auch, die Eingeweide rauszureißen. Hast du den letzten Wagen nach Öl? Hier kommst du nicht! Nein! Er
Schmerzen, die wir da haben. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so laut ist, ne? Dass ich diesmal auch zu hören bin. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Guck mal, wir kriegen hier schon Hilfe, Alter. Und? Entscheid dich mal. Es ist leicht, die Armen und Schwachen zu verstehen. C'est embarrassant, embarrassant. So, lauf. Mert, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten, ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pispot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Der kommt auf uns zu. Ja, Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt angreifen. Wahrscheinlich auch nach Informationen. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Apinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Der da. Wen schießen die denn da? Oh, ich will die jetzt töten, ne? Scheiß Templer. Komm schon, Anno, hoch da. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Das war knapp. Da wollte ich doch gar nicht hin, Mensch. Leute. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Was will der die ganze Zeit? Ich mach doch gar nichts. Komm schon. Alter, rennen wir halt übers Dach. Dann nehmen wir einen kleinen Umweg, passt schon, ne? Auch wenn der jetzt dreimal schneller ist. Wir haben es ja gleich geschafft. Vorsichtig, Bispot! Du verletzt noch wen! Ey, was willst du? Guck. Brauchst du eine Pause? Der schöne alte Mann hier. Okay, das kann mit Schwul. Jetzt geh doch mal aus der Deckung raus. Ey. Das nennst du Rennen? Boah, voll fett, Alter. Wachen in Blau, greifen Extremisten in Rot. Immer als erstes an. Vermeiden Sie selbst anzugreifen, um Konflikten. Sie kann nicht alles im Blick haben, Montage! Haben die Leute Angst vor uns oder vor denen? Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Auf das bestimmt die Sandy. Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Aber ich finde, die Ladezeiten sind echt okay, ne? Das muss man ja echt zugeben. Welche Freude, Arno. Sie können Ihre Geräte, Munition und Medizin in Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen und Schnell- und Gesellschaftsclubs. Spüren Sie weitere auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren und mehr von der Karte aufzudecken. Ja, was passiert als nächstes? Welche Freude. Wir bringen dieses Buch mit den Templerdaten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Sie starben letzte Nacht.
Nicht durch uns. Politiker. Die Templer schlachten sich seit 89 gegenseitig ab, als gäbe es keinen Morgen. Ein Templer? Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Seine. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen im Einklang mit unseren Regeln. Aha. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir diesen Auftrag mal an, ne? Ja, ich brauche jetzt aber nichts. Sei gegrüßt. Lieber was auch immer. Händler, wie auch immer. Voll ein Ninja am Start hier. Möchte ich da hier? Ne, ich möchte jetzt keine Kurvenmission starten, da ich zurzeit leider nicht so viel Zeit habe. Sonst hast du ein Problem, ein ernsthaftes. Aber jetzt wissen wir mal schon mal, wo einer ist. Dann gehen wir jetzt mal zum Notre Dame. Okay. So, hiermit. Komm hoch da. Kürzen wir mal den Weg ein bisschen ab. Das finde ich auch das Geile an Assassin's Creed Unity. Also allgemein an Assassin's Creed. Du hast hier einfach die Chance, überall hinzukommen. Auf jedes Haus, auf jedes Dach und. Keine Ahnung, das ist einfach so offen gehalten. Ja. Okay, sorry Leute, ich habe irgendwie in jeder Folge habe ich immer einen so einen kleinen Mega-Ruckler, ey. Und ich frage mich echt, woher das kommt. Mir mal einer verraten, wieso der so schnell ist und wir nicht. Kann der zaubern? Der kann bestimmt fliegen, ey. Ist bestimmt so ein Magier, Alter. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung. Und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Ui. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau?
Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer, ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Hier! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen? Warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu Altair? War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Jawohl. Und genau das werden wir tun. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich danke euch für... Verdammt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da. Ciao.